herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich bin wieder sehr gut gelaunt, ich hoffe natürlich ihr da draußen auch, liebe Freunde. Heute aber mit einem sehr, wie soll man sagen, nervenaufreibendem Thema, denn es kann den einen oder anderen von euch zur Weißglut bringen. Denn die einen oder anderen von euch kennt vielleicht Yasmin Azizam, das ist die nette Dame hier und das ist ein Mensch, wirklich, ich kenne sie auch persönlich, das ist ein Mensch, wirklich, sie ist die Liebe in Person. Also nicht die Liebe in Person, aber sie ist wirklich das liebste Mädchen auf diesem Planeten, ja. Also sie ist wirklich ein sehr, sehr, sehr sympathischer Mensch. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass sie einer Fliege was zuleide tun kann. Und sie ist tatsächlich mehr oder weniger ausgerastet in ihrer Story und das auch mit einem sehr guten Grund. Und ich würde sagen, ich spanne euch nicht allzu lange auf die heiße Folter. Wir gehen direkt rein, gucken uns das Ganze an, liebe Freunde, denn es wird euch den Atem verschlagen. Ich sag's euch, wie es ist. Lehnt euch zurück, macht's euch gemütlich, holt euch leckere Snacks und was Leckeres zu trinken, denn wir gehen rein. Let's go. So, Freunde, ich bin gerade am Zittern. Ich bin auf 180 und das reicht mir einfach, weil ich habe es schon oft gesagt und ich meine es auch wirklich so, Menschen versuchen mich zu testen und irgendwann, sorry, ich schwöre, wenn ich weine, dann wirklich nur aus Aggression, weil ich so sauer bin. Irgendwann kann ich auch nicht mehr. Irgendwann platze ich auch und irgendwann, ich lasse mir nicht hier einen Scheiß gefallen und das geht jetzt einfach zu weit. Also, es gibt ein, ich würde ihn gerade so gerne zu Tode beleidigen, ne? Ich schwöre bei Gott, ich habe so eine Wut in mir. Aber egal, ich mache das mit mir selber. So, sie hat gerade drüber geredet. Sie ist sehr sauer, denn es gibt jemanden, der sie zur Weißglut bringt und dass sie sich für ihre Community einsetzt und deshalb so ruhig bleibt und gerne was dazu sagt. Und jetzt kommt der Ausschnitt, weshalb sie so sauer ist, liebe Freunde. Sie will doch nicht allen Ernstes damit rausgehen. Und sie hat echt, also wirklich, ich möchte kein Bodyshaming betreiben, aber wenn sie sich schon uns ihren Körper zeigt, ne? Alter, was ist das für ein komischer Körperbau, den sie hat? Voll komisch sieht das aus. Hier so unten so komisch. Scheiße. Fett, dann oben wieder so schmal, aber so einen dicken Bauch. Was ist das? Ein Outfit. Ja. Kartoffel. Bro. Bro, ganz schwierig, sage ich ehrlich. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich hab doch gesagt, du kannst das. Boah, Alter, guck mal, voll gefressen. Warum gehen meine Pickel nicht weg? Oh, noch mehr Industrieabfall zu mir nehmen. Ham. Oh, mein Gesicht. Gar nix. Alter, du siehst gerade aus, als hättest du geschwitzt. Als wärst du gerade bei McFit gewesen. Ich schwöre, geh zu McFit und das Gesicht sieht besser aus. Also, ihr habt gesehen. Kurz und knapp, ohne viel dazu zu sagen, weil man möchte jetzt auch nicht aus der Haut fahren. Ich glaube, egal was für ein Mensch du bist, egal wie cool du nach außen hin bist, egal wie krass du bist, egal ob du der krasseste Morfugger aus irgendeiner Gang bist und du hast das größte Sagen über alle Typen aus deiner Stadt oder was weiß ich. Egal wie krass du bist, ich glaube trotzdem, egal wer du bist, können Worte Menschen teilweise mehr verletzen als Taten. Und das sind so Sachen, ich glaube, jeder, der an seine Schulzeit zurückdenkt, hat vielleicht mal so die eine oder andere Situation, wo mal jemand was gesagt hat, was einen richtig verletzt hat, was einen richtig geprägt hat. Keine Ahnung, du Pickelfresse oder du fettes Kind bleibst bei McDonald's in der Rutsche stecken. Irgendwie solche Sachen, ne? Diese Sachen, die man sich so als Kinder sagt, weil man einfach noch nicht das gewisse Alter, die gewisse Reife hat. Was ja schon schade genug ist, dass man sich als Teenager so prägt. Aber das ist ein erwachsener Mann, der gerade über ein bildhübsches Mädchen herzieht, mit Aussagen, die er entkräftet, mit einem ich möchte jetzt kein Bodyshaming betreiben. Das ist der Satz, den er am Anfang sagt, um danach anschließend auf ihre Figur, auf ihre Statur, auf ihr Gesicht, auf ihre Unreinheiten und darauf einzugehen, ob sie im Gesicht schwitzt oder nicht oder dass sie beim Sport hätte sein können und was sie essen soll und was nicht. Digga, ernsthaft? Real Talk? Sind wir gerade an diesem Punkt? Ich habe original
bis jetzt nicht damit gerechnet, dass jemals wieder solche Statements im Internet gemacht werden. Das ist sowas von Next Level bodenlos und unter der Gürtellinie. Es gibt nichts Schlimmeres. Nichts Schlimmeres, sage ich euch ehrlich. Es gibt nichts Schlimmeres, was du einer Frau sagen kannst. Egal, ob sie in der Öffentlichkeit steht. Egal, ob du ganz genau weißt, wie viele Typen sie wahrscheinlich anhimmeln. So, egal, ob sie viel Bestätigung von ihrer Community und von ihren Mädels kriegt. Egal, ob dies oder das. Du hast gar keinen Grund und gar kein Recht, jemandem so etwas zu sagen. Ich war selber schon mal in einer Situation dabei, wo jemand, das war ganz normal auf einer Geburtstagsparty, private Party, wo jemand zu einem Mädchen gesagt hat, du bist auch nur hier, damit die anderen gut aussehen, oder? Und das war auch aus Spaß gemeint, aber sowas ist dann irgendwo kein Spaß. Das ist kein Spaß mehr, weil du weißt nicht, wen du damit triffst. Du weißt nicht, wie viel Insecurities diese Person damit hat. Und das ist einfach nur ekelhaft unter der Gürtellinie. Ist mir scheißegal, was andere dazu sagen. Das ist meine Meinung und die wird sich nicht dazu ändern. Es ist mir völlig egal, ob jetzt dadurch ich irgendeine Hatewelle abbekomme von ihm und seiner Community oder wie auch immer. Das hat auch gerade gar nichts mit Typen müssen mit Typen zusammenhalten oder so zu tun, sondern das ist einfach eine Sache, die man einsehen muss. Und wenn man sie nicht einsehen will, dass das ein Fehler war, diese Aussagen zu treffen, dann ist man einfach ein Piep. Punkt, Punkt, Punkt. Ihr könnt euch ausfüllen, ihr könnt reinschreiben, was ihr wollt in diese Lücke. Sorry, aber ist so. Fertig aus. Du ekelhafter Mensch, verdienst es eigentlich nicht mal, dass ich dir gerade hier irgendeine Aufmerksamkeit gebe, aber ich möchte dir nur mal vor Augen stellen, wie ekelhaft und dreist und wow, mir fällt gar nichts. Mir fallen nur eklige Sachen gerade in meinem Kopf rein, die ich hier nicht aussprechen werde. Aber ich finde es so respektlos von dir. Und ich frage mich, ob du kein Schamgefühl hast, ob du keine Mutter hast, ob du keine Schwester oder irgendeine Freundin hast. Wahrscheinlich. Wow, das ist ein richtig guter Punkt. Das ist ein richtig guter Punkt. Stellt euch mal vor, jemand würde einen Livestream machen und diese Dinge über eure Schwester sagen. Öffentlich. Würde sagen, wie siehst du aus? Was isst du? Was ist das für ein Körper? So wie du aussiehst, könntest du bei McFit sein. Boah. Ich will, das ist echt ein guter Punkt. An den habe ich gar nicht gedacht, aber dass sie das gerade anspricht und sagt, wie kannst du dir das herausnehmen, sowas zu sagen? Hast du nicht Geschwister? Hast du nicht eine Mutter? Hast du nicht Freundinnen, denen du sowas niemals sagen würdest? Wo nimmst du dir das Recht raus, dass zu ihr zu sagen. Vielleicht hat er irgendeine Vorgeschichte mit ihr. Vielleicht hat er irgendwann mal von einem Kumpel gehört, dass Jasmin scheiße sein soll oder irgendwas und denkt deshalb, das ist okay. Aber ist es nicht. Ich will dich sowieso niemand. Du siehst nämlich schon, man sieht deinen Charakter schon in dein Gesicht an, okay? Auf jeden Fall, dieser Junge reagiert auf meine Videos total unlustig und das Einzige, was er tut, ist die ganze Zeit mich beleidigen. Die ganze Zeit meine Pickel beleidigen, die ganze Zeit mein Aussehen beleidigen, mich als fett bezeichnen, meinen Körper als komisch bezeichnen. Ich weiß nicht, wo du hängen geblieben bist, okay? Ich find's aber geil, was sie gerade für Sachen raushaut. Ich wollte dich vor einigen Wochen oder Monaten anschreiben und fragen, was dein Problem ist, ob ich dir irgendwie helfen kann. Ich helfe nämlich Menschen sehr gerne, weißt du? Aber du bist so uninteressant, Junge. Du bist so uninteressant, dass man dich nicht mal, wenn man deinen scheiß Namen bei Instagram eingibt, findet, okay? Man findet dich nicht mal. Und dann dachte ich mir so, okay, scheiß drauf, er macht weiter, er lässt nicht ruhig, ich habe ihn blockiert. Ne? Er macht trotzdem weiter. Mache ich jetzt einfach dieses Statement, was für Statement, ich reagiere. Weil, und ich schwöre, ich mache das nur, weil du, ekelhafter Mensch, anderen Frauen, und das tut mir unnormal weh, ich schwöre. Ich bin so sauer. Mir tut das nicht weh, dass du mich beleidigst. Du kannst mich weiter beleidigen. Du kannst alles machen. Wahrscheinlich wirst du auch hier drauf beleidigen und dich lustig machen über meinen Pickel, den ich hier habe, über meine hässliche Fresse, was auch immer, okay? Aber das Einzige, was mich sauer macht und warum ich auf dich reagiere, das Einzige, was mich sehr, sehr sauer macht und traurig, ist, dass du der Grund bist, warum andere Frauen sich denken, okay, ich kann mich nicht mehr so zeigen oder ich bin hässlich oder ich bin fett oder keine Ahnung was. Junge, wer bist du, dass du mich fett nennst, Alter? Ich schwöre, ich komme nicht darauf klar, dass du meine Pickel beleidigst. Wer bist du? Und wer zum Teufel hat dir das Recht gegeben,
Wer zum Teufel hat dir das Recht gegeben? Und wenn du ein Hirn hättest, würdest du auch mal nur eine Sekunde nachdenken und darüber nachdenken, dass du Leuten, die krasse Akne haben, die vielleicht ein bisschen mehr curvy sind oder sonstiges, das Selbstbewusstsein nimmst. Du dreckiger Mensch. Oh mein Gott, ich will dich sauer. Der Punkt, das Ganze öffentlich zu machen und öffentlich sie damit anzugreifen. Oh, guck dir doch einfach ihre Videos nicht an, wenn du weißt, dass du niemals an sie rankommen wirst. Wenn du weißt, dass du niemals so eine Frau haben wirst, brauchst du doch nicht auf Krampf beleidigen. Das ist so ein bisschen dieses, er sagt in seinem Stream so sachenmäßig, was ist das für eine Figur, wie sieht sie aus, was sind das für Pickel und so weiter und so fort. Am Ende des Tages, ihr könnt mir keinen Typen nennen, keinen einzigen Typen auf diesem ganzen Scheißplaneten. Ihr könnt mir keinen Typen nennen, der sagen würde, Jasmin ist nicht hübsch. Keinen einzigen Typen. Also wenn, dann hat er eine sehr verdrehte Wahrnehmung oder einen sehr komischen Geschmack. So, aber wie kannst du als Typ in deinem Livestream auf Krampf jemanden die ganze Zeit runtermachen und auf seine Äußerlichkeiten eingehen? Das beweist ja auf den Punkt genau, dass du mit dir selber und mit deinem eigenen Aussehen nicht klarkommst, dass du selber voll die Gewissensbisse hast. Und das tut mir leid an dem Ganzen. Das tut mir leid, dass du von dir ablenken musst und auf andere schießen musst, die offensichtlich hübsch sind. Offensichtlich, offensichtlich. Also wer mir sagt, Jasmin ist hässlich, Bro, der soll das sagen. So, wir sind jetzt nicht in engem Kontakt, wir sind aber befreundet, wir kennen uns und ich weiß, wie Jasmin tickt und ich weiß, wie Jasmin ist. Und damit Jasmin so eine Story macht, muss es einen Grund geben. Und diesen Grund verstehe ich bei diesem Video, bei diesen Ausschnitten wirklich komplett. Von vorne bis Ende verstehe ich, warum sie diese Story gemacht hat. Und ich stehe komplett auf ihrer Seite. Also wirklich komplett. Ich finde das maximal bodenlos, diese Aussagen. Maximal bodenlos und extrem verletzend. Fertig, aus. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine perfekte Freundin, ja, die perfekte Figur für dich hat. Keine Pickel, wunderschön ist, weil ich glaube, du kannst dir so einiges bieten. Ja. Du kannst dir so einiges bieten, ist auch krass. Ja, und am Ende sehen wir, hat sie noch in ihre Story gepostet. Dieses Video wurde entfernt, weil es gegen die YouTube-Richtlinien zu Belästigung und Mobbing verstößt. Also die Leute aus ihrer Community haben das Video sozusagen gemeldet und sie hat in ihre Story geschrieben, lieb euch mäßig. Ey, das ist so eine Sache, Bro, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich dieses Jahr noch so ein Video bzw. so eine Story und so ein Statement sehen muss zu so einem Thema. Das ist Next Level. Liebe Freunde, Bad Vibes zur Seite. Schaut bei Jasmin vorbei, lasst ihr Liebe da, lasst ihr liebe Kommentare da. Schließt euch ihrer Community an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Es lohnt sich. Sie ist echt, echt, echt eine Nette. Und wenn ihr dann schon auf Insta seid, könnt ihr natürlich auch mir auf Insta folgen. Würde mich natürlich auch freuen. Wir sehen uns morgen wieder, 14 Uhr beim neuen Video, denn hier auf dem Kanal kommt jeden Tag um 14 Uhr ein neues Video. Oder auf dem Zweitkanal. Der Link ist in der Beschreibung. Also wahrscheinlich sogar der erste Link in der Beschreibung. Dort kommt jeden zweiten Tag auch eine Reaction online. Checkt's gerne ab, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns. Bis dahin, haut rein, liebe Freunde. Ciao. I got a lot to do.